Wenn man von Moskau aus 1000 Kilometer Richtung Süden fährt und dann noch einmal ein paar hundert Kilometer weiter gen Osten, erreicht man das Rostow am Don Naturreservat, dort, wo die wilden Tulpen blühen. Hunderte Touristen kommen hierher, um sie zu sehen. Sie sind willkommen, unter einer Bedingung. Keine Blumen pflücken, sie können die Schönheit bewundern, dann gehen sie wieder. Die Region heißt Kalmykien und besteht hauptsächlich aus Steppe um den Manitschkudilo-See herum. Hier gibt es noch etwas Besonderes. Im See liegt die Wotny-Insel, deren einzige Bewohner wilde Pferde sind. Die Pferde und die Tulpen gehören hierher. Das ist ihr Land. So ist es schon seit Hunderten von Jahren. Die Pferde kommen fast ohne den Menschen aus. Vor wenigen Jahren wurden allerdings Wassertröge für sie aufgestellt.